Sie Ihr Geld? Wo ist mein Geld? Ja, wo haben Sie Ihr Geld? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier Reklame machen darf. Bei welcher Bank? Ja, sagen Sie es. Also ich habe mein Konto bei der GLS Bank. Aha. Und wie viel haben Sie da liegen? Ziemlich wenig. Ziemlich wenig. Mhm. Und was ist das? Ist das eine moralisch überlegene Bank oder was? Naja, das ist eine Bank, bei der kann man zum Beispiel ankreuzen. Also das ist eine Bank, die hat ursprünglich einen anthroposophischen Hintergrund, hat später die Ökobank übernommen. Ach, Montessori, ne? Ah, nee, das sind noch mal andere. Ach, Waldorf. Ja, das hat so, was damit zu tun. Ach so, genau. Ja. Ne? Da werden zum Beispiel genau. Waldorfschulen mitgebaut. Da werden Waldorfschulen mitgebaut. Ja, da werden auch Windkrafträder mitgebaut. Ja, und gibt es da auch irgendwas, kommt da was rüber dann? Also ziemlich wenig. Also da muss man eben mehr Kontogebühren bezahlen. Also man kann sein Geld moralisch überlegen, auch anlegen. Und wenn ich es zu einer normalen Bank bringe... Also ich glaube, Moral ist da überhaupt keine, ist da gar nicht entscheidend, sondern die entscheidende Frage an der Stelle ist, dass man eine gewisse Transparenz hat und überhaupt weiß, was mit dem Geld passiert. Und das ist bei den meisten Banken nicht der Fall. Wir wissen nicht, was die Bank wirklich damit macht. Und da können wir gute Menschen sein, so wie Sie da, die denkt, sie ist ein guter Mensch. Und in Wirklichkeit treibt ihr Geld riesensauer rein. Ne? Ja. Ja. So ist es. Ja, genau. Und dann muss man praktisch zur Waldorfbank gehen, also zur der anderen Bank. Ja, da kann man zum Beispiel, also ich denke, da gibt es Unterschiede. Also es macht schon einen Unterschied, ob man zu einer großen Geschäftsbank geht oder zu einer Sparkasse, die Geld häufig noch in der Region anlegt, jedenfalls die meisten, alle auch nicht, wie wir mittlerweile wissen. Also man kann, wenn man sie genau hinschaut, schon was anders machen, ja? Herr Domen, zum Schluss noch eine Frage. Wenn man jetzt sieht, wie der Staat mit Steuergeldern umgeht, also wie es zum Beispiel bei diesen halbstaatlichen Banken vernichtet, ja, da spielt Ihnen ja auch der Kaum wahrscheinlich. Ja. Ne? Und hat der Herr Zumwinkel mit seiner Steuerhinterziehung damals nicht vielleicht sogar recht gehabt? Weil hätte er seine Steuern bezahlt, wäre es ja bei der KfW vernichtet worden. Also ist Steuerhinterziehung vielleicht Staatsbürgerpflicht bald? Dass man sagt, ich würde dem Staat das Geld geben, aber ich möchte es meinem Geld nicht zumuten. Ja, da müsste man das... Naja, ich weiß nicht, ich habe noch nie mit meinem Geldschein meditiert und herausgefunden, ob der nun jetzt ein schlechtes Gewissen hat oder nicht, je nachdem, was ich mit ihm mache. Aber das sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Ja. Ja, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, also wirklich dieser Film Let's Make Money. Noch eine Frage, Hoffnung auf Obama? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, warum? Ja, ich meine, jetzt ist Amerika in einer solchen Krise, dass jemand wie Obama jetzt eigentlich die Chance hat, alles besser zu machen. Die Leute in Amerika, viele jedenfalls, wollen einen gewissen Wandel haben und das ist anders als noch vor ein paar Jahren. Schauen wir mal. Hauptsache, der Depp ist weg, ne? Ja, Herr Domen. Auch Sie bekommen von mir ein Geschenk. Ja, vorne ist verdammt weit weg, die DVD zum Film und natürlich auch ein Obama-Shirt. Ich habe die nämlich saugünstig gekriegt. Ja. Wollt ihr auch welche haben? Ja, nehmt ihr mal ein paar. Ja. Ja. So, ich verschenke vielleicht im Laufe der Sendung noch ein paar. Da, ja, so. Herr Domen, ja, dann das Shirt für Sie. Das war sehr interessant. Man konnte es natürlich jetzt nicht so vertiefen, wie ich es gewollt hätte, aber es war doch insgesamt war es jetzt sehr aufschlussreich. Also es gibt kein unschuldiges Geld, im Grunde nicht. Ne? Nee. Und wir sind alle beteiligt. Genau. Ja? Gut, haben Sie es uns wieder mal gegeben. Danke. Genau. Kaspar Domen. Ja, es ist doch wirklich das ganz große Thema bei allen, oder? Diese Krise. Schaut mich nicht so an. Ich bin nicht schuld, mein Geld auch nicht. Und viele Menschen haben jetzt eine große Sorge in dieser Krise, dass das vielleicht das Ende wäre von der freien Marktwirtschaft. Und da glaube ich, nein, das ist nicht das Ende der freien Marktwirtschaft, weil ich glaube, ehrlich gesagt, die Marktwirtschaft war noch nie richtig frei. Also nicht so frei, wie wir glauben tun. Also zum Beispiel nehmen Sie mal die Landwirtschaft. Die ist nicht wirklich frei, weil die wird total subventioniert. Also zum Beispiel diese Industriestaaten pumpen jedes Jahr 280 Milliarden Euro in ihre Landwirtschaft rein. Ja, 280 Milliarden Euro, das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld, das könnte sogar die Bayern-LB nur mit Mühe versenken. Ja.
So, zack. Und die Europäische Union, 45 oder 40 Milliarden Euro in die Landwirtschaft. Und glauben Sie nicht, dass das die kleinen Bauern kriegen? Was passiert mit diesem Geld? Mit diesem Geld macht zum Beispiel die Europäische Union, ja, macht zum Beispiel so ein Huhn wettbewerbsfähig. Ja. Das ist ein europäisches Huhn. Ja, das wird wettbewerbsfähig. Also, was Sie hier sehen, ist kein Huhn mehr. Das ist ein sogenanntes Kuppelprodukt. So nennt es der Fachmann, ein Kuppelprodukt. Da sind Brust und Schenkel schon weg. Ja, weil der Hühneresser macht ja nur Brust und Schenkel essen. Ne? Und der Rest ist praktisch europäischer Abfall. Ne? Das ist praktisch Abfall, das macht keiner mehr. Ja, was macht man jetzt damit? Und das ist sehr interessant. Also, verbrennen wäre zu teuer, sagt die Fleischindustrie. Also sagt man dann, ja, Tiermehl für Schweine ist verboten seit BSE, geht auch nicht. Und als Hundefutter geht es auch nicht, weil das wollen die Köter nicht. Ja. Die Teppichratten bevorzugen Rindfleisch bei uns. Und da hat sich jetzt die europäische Fleischindustrie gedacht, das ist ja im Grunde nicht schlecht, ja, die Schweine dürfen es nicht fressen. Ja, die Köter wollen es nicht fressen, dann schickt man es doch einfach nach Afrika. Ja. Und ja, tatsächlich. Und so landet dieses Kuppelprodukt dann zum Beispiel in einem Land wie Ghana. Ja. Und dort wird es dann verkäft, ja, verkauft. Und zwar sehr billig. Das Ganze hat nur einen Haken. Ja. Erstens, der ghanaische Hühnerzüchter geht pleite und kann schauen, wo er bleibt. Und zweitens wird dieses Kuppelprodukt, dieser europäische Abfall, wird in Ghana tiefgekühlt verkauft. Und das ist jetzt ein Problem, weil die ghanaische Salmonelle muss ja auch schauen, wo sie bleibt. Ja. Und deswegen heißen diese Tiere in Ghana zum Beispiel Hähnchen des Todes. Ja. Europäische Hähnchen des Todes. Sind schon viele Menschen dran gestorben. Leider. Ja. Mein Kind ist nur 10 Jahre alt, heute gehen wir in den Wienerwald. Und, ja, ja. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum bitte lassen die dann überhaupt so ein Zeug ins Land hinein? Und das ist jetzt ganz einfach, weil wenn sie es nicht nahe lassen, dann kommt die Weltbank daher. Und die Weltbank ist gewissermaßen der Rechtsnachfolger der Best. Ja. Und die sagen dann, liebe schwarze Freunde, ja, wir wollen doch einen freien Welthandel haben. Ne? Und wegen der paar Salmonellen scheißt euch bloß nicht in die Hose. Ja? Ja. So läuft es. So läuft es. Das arme Huhn. So ein Huhn ist auch eine arme Sau manchmal. Ne? Und so schicken sie es dann dahin. Aber vielleicht steckt ja auch eine Absicht dahinter. Weil die Best ist kein Verlass mehr. Ja, europäische Tiefkühlhähnchen als bevölkerungsregulativ oder was. Ja? Ja, das wirft Fragen auf. Das wirft viele Fragen auf und ich bin sehr froh, dass ich jetzt dazu auch einen Gast habe, mit dem ich darüber reden kann. Der nächste Gast, ich mache den Deckel des Schweigens lieber darüber, der nächste Gast sitzt im Europäischen Parlament für die FDP. Eine wunderbare Politikerin, begrüßen Sie bitte von der FDP Silvana Koch-Merin. Oh, jetzt habe ich Ihnen die Hand gegeben und vorher das Huhn in der Hand gehabt, ne? Hoffentlich, ja, das wird schon. Ja, besser als umgekehrt, ne? Ja. Also besser. Gibt's eine afrikanische Nacht. So, Frau Koch-Merin, ich freue mich. Ich habe Sie am Sonntag noch bei Anne Will gesehen. Mhm. Habe ich Ihnen zugeschaut, wie Sie nicht zu Wort kamen. Ja. Auch manchmal, finde ich, sollte man die ja nicht unterbrechen, wenn Sie sich austauschen über Erfahrungen bei Regionalbahnen.